Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Firma Doruf Kaminöfen. Heute zeige ich Ihnen, wie wir an unserem Teststandsgerät Aprica 2 die Türdichtung tauschen. Hierzu benötigen Sie die Dichtung aus unserem Online-Shop, einmal die Türdichtung T3, den dazu passenden Silikonkleber. Des Weiteren empfehle ich Ihnen eine Rolle Kreppband, um die Dichtung am Ende abkleben zu können, damit sich diese nicht aufdröselt, und einen Seitenschneider, um die Dichtung abkneifen zu können. Um die Tür zu fixieren, damit wir die Dichtung vernünftig einkleben können, nehmen wir uns einfach ein Stück Anmachholz zu Hilfe. Als erstes kleben wir das Ende der Dichtung etwas ab. Dann lege ich mir die Dichtung hier schon mal zurecht und fange an, den Kleber in die dafür vorgesehene Nut zu drücken. Beim Einkleben der Dichtung ist zu beachten, dass wir sie so einkleben, wie sie aus der Packung kommt, und nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich starte bei Aprica 2 immer so, weil ich die Dichtung dann oben bequem über die Tür hängen lassen kann und nachher auch in 1 die Rundung schaffe, die hier unten von der Tür vorgegeben ist. Wichtig ist, die Dichtung immer schön anzudrücken, dass sie nicht noch irgendwo wieder losgeht. Wie man sehen kann, habe ich jetzt hier in der Ecke begonnen, bin mit der Dichtung einmal umlaufend oben rum. Das Ende wird wieder mit Kreppband umwickelt, damit das nicht so hässlich ausfranst. Dann schneiden wir das Ganze mit Hilfe des Seitenschneiders sauber ab. Holzkeil raus und schließen die Tür. Wo die neue Dichtung vorschriftsmäßig eingeklebt ist und wir die Tür geschlossen haben, prüfen wir nochmal mit Hilfe unseres Lichttests, ob diese auch wirklich richtig dicht ist. In unserem Fall ist sie richtig dicht. Jetzt ist nur noch wichtig, dass diese mindestens 12 Stunden geschlossen bleibt.